Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, einem Video mit einem nicht so erfreulichen Thema, aber trotzdem etwas, worüber ich schon lange mal sprechen möchte. Und das war für mich damals auch, als ich dieses Video, das wahre Gesicht der Verena, vor 2 Monaten circa gedreht habe, war auch dieses Thema hier für mich sehr relevant und ich wollte es unbedingt noch loswerden. Aber mir war das andere Thema erstmal wichtiger und von daher habe ich das jetzt wieder warten lassen. Ich will einfach drüber reden, denn diesen Satz da unten, den muss ich mir wirklich ständig anhören. Immer. Ich möchte jetzt gar keine große Predigt halten oder irgendjemandem von euch eintrichtern, dass man solche Sachen nicht zu anderen Menschen, vor allem Menschen, die man nicht persönlich kennt und deren Hintergründe man nicht kennt, sagen sollte. Das müsste eigentlich jeder selber wissen. Aber ich will eher darauf eingehen, was mir damit angetan wurde, wie es mir damit geht. Und vielleicht können die, die sowieso wissen, dass man sowas nicht sagt zu anderen Leuten, sich irgendwie ein bisschen identifizieren mit mir, weil es gibt bestimmt viele da draußen, die ganz oft sowas zu hören bekommen. Bei mir ist es ja immer so, in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, seit ich regelmäßig Videos mache oder auch Bilder poste, vor allem bei den Bildern, wird mir einfach immer Photoshop unterstellt. Zum Thema Photoshop, ich habe nie Photoshop benutzt, aber das will ich jetzt auch gar nicht groß breit treten, weil selbst wenn man es macht, es ist doch sowieso jedem selber überlassen, was man mit seinen Bildern macht. Ihr könnt an keiner Zeitschrift vorbeigehen, wo die Models nicht mit Photoshop irgendwo bearbeitet wurden. Also wieso dürfte das nicht auch der 0815 Mensch zu Hause bei sich im Wohnzimmer machen? Allerdings muss ich trotzdem zu meiner Verteidigung sagen, ich habe es nie benutzt, ich hatte nie Photoshop und ich habe meine Bilder auch nie retuschiert. Aber die Leute dachten natürlich trotzdem, hier sieht sie dünner aus als auf diesem Bild. Das Bild muss also gefotoshoppt sein. Ist es nicht, denn bei mir ist es so mit dem Gewicht, es war schon immer eine Achterbahnfahrt, kann man so sagen. Es war ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und die Leute dachten immer, wenn ich abgenommen habe, hätte ich mich retuschiert. Bei mir war es schon immer so, dass ich eigentlich als Kind war ich immer normal. So wirklich total einfach ganz normal. Und dann so mit 11, 12 habe ich irgendwie angefangen zuzunehmen. Das muss ich damals aber auch rechtfertigen. Ich habe sehr viel Schokolade gegessen in der Zeit. Das klingt jetzt so blöd, das über mich als Kind zu sprechen, weil ich zu viel Schokolade gegessen habe, habe ich zugenommen. Es ist einfach so. Und ich muss sagen, seit diesem Zeitpunkt habe ich immer mit meinem Gewicht zu kämpfen. Und das war dann auch ein paar Jahre so, ob ich jetzt viel Schokolade gegessen habe oder nicht. Es war eben immer so ein bisschen, hatte immer ein bisschen Übergewicht, so mit 12, 13, 14 war das auch noch so, mit 15 war das auch noch so. Mit 15 geht es dann natürlich los, dass man sich schon langsam so Gedanken macht über sein Äußeres und sich so fragt, ist denn das jetzt eigentlich gut, wie ich bin oder nicht? So diese typischen Pubertätsgedanken, wer kennt sie nicht? Man macht sich Gedanken um sein Aussehen, bei mir ging das dann auch los, ich habe dann Haare gefärbt, ich habe mich geschminkt, ich habe dann auch angefangen, Bilder von mir zu machen. Also ich habe mich dann auch mal in so einem Chat angemeldet. Ich habe Fotos von mir gemacht. Und naja, dann hatte man halt so einen Freundeskreis. Und ich war immer zu naiv, um irgendwie zu verstehen, ich passe anscheinend nicht in die Norm. Und es war dann so, dass ich habe mich immer wohlgefühlt. Also ich hätte nie sagen können, ich bin zu dick, ich muss abnehmen, ich esse nichts mehr. So diese typischen Gedanken, die manche vielleicht in der Pubertät haben, das hatte ich nie. Bis es zu einem Zeitpunkt kam, wo mich die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass es anscheinend nicht richtig ist, so wie ich bin. Und zwar war das so mit 15, 16. Ich habe meine damals, sag ich jetzt mal, beste Freundin. Ihr kennt sie ja aus früheren Videos. Die meine ich. Mit der habe ich angefangen, so ein bisschen was zu machen. Wir haben uns öfter getroffen, wir haben auch zusammen Fotos gemacht und so weiter. Bis wir uns, das war auch immer so eine, irgendwie, wir haben uns gestritten, wir haben uns vertragen, wir haben uns gestritten und irgendwie, da will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Aber sie hatte damals einen Freund und dann sind die irgendwie in so einen, ich
ich nenne es jetzt mal Magerwahn verfallen. Also sie hatte damals auch auf ihrem Profil, da konnte man halt so Sachen über sich eintragen, hat sie ihre Maße eingetragen und weil es hier 90, 60, 90, alles ist perfekt, oh mein Gott, ihr Freund war auch eine Bull, also so ein Strich in der Landschaft. Und klar, ich war ein bisschen übergewichtig und nachdem wir dann Streit hatten, war es halt dann so, man nimmt einfach das Erstbeste, womit man jemanden angreifen kann. Okay, die hat ein bisschen Übergewicht, ich mache mich darüber lustig. Und dann fing das an, dass sie mich so eben, ja, ich will nicht sagen, was für Worte gefallen sind, aber ich wurde halt immer auf mein Gewicht dann reduziert und beschimpft. Und dann war es auch so, dass sie mich in der Öffentlichkeit, also auf diesem Profil damals, öffentlich beleidigt hat. Jeder, der da drin angemeldet war, kannte jeden sozusagen. Und so wurde man einfach vor dem ganzen Ort, vor der ganzen Gemeinde, vor der ganzen Umgebung vorgeführt. Und dann konnte man da halt so einen Bereich irgendwie so ein paar Sachen reinschreiben, was halt, wenn man auf deren Profil geht, so direkt sichtbar war. Und da stand dann irgendwie Verena Fettsucht. Also sie hat mich in der Öffentlichkeit immer als Fettsucht bezeichnet. Und wenn sie generell öffentlich, sie hat dann oft öffentlich mit anderen über mich geschrieben und hat mich halt nicht Verena genannt, sondern nur Fettsucht. Fettsucht macht das, Fettsucht ist das. Oder damals gab es noch MySpace, die gute alte MySpace-Zeit. Da konnte man auch so einen Status machen. Da war ich auch immer das Thema Fettsucht hat heute das gemacht, Fettsucht macht das. Und dann sitzt du erstmal da und denkst dir so, wow, Fettsucht? Okay, du dachtest immer so, okay, du bist zu normal. Ich glaube, ich war damals dünner als jetzt, aber ich war halt Fettsucht, weil ich war nicht so dünn wie sie und nicht so 90, 60, 90, ihr wisst schon. Und dann fängt sowas an und dann, das war für mich, ich war 15, ich bin heute 24, das war für mich der Punkt, wo es anfing. Ich habe mir seit diesem Zeitpunkt immer Gedanken um mein Gewicht gemacht. Also seitdem ist eigentlich keine Zeit mehr, kein Monat, kein Jahr, nichts mehr vergangen, wo ich nicht irgendwie fixiert auf meine Figur war. Ob die Figur nun gut oder schlecht, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, war. Es war mir immer wichtig. Ab diesem Zeitpunkt, wo das so öffentlich gegangen ist, wo so diese, auch wenn es damals noch im kleinen Kreis war, nur der Ort und nur die Gemeinde war, war es trotzdem schlimm, mit 15 Jahren so öffentlich vorgeführt zu werden. Ich habe wirklich oft Zeiten dabei, da kann ich essen, da esse ich um 9 Uhr abends 2 Teller Nudeln und ich passe in eine XS-Hose und dann gibt es wirklich Zeiten, da gucke ich in der Woche eine Gurke an und habe direkt 5 Kilo mehr drauf. Und das ist halt dieses Schwierige, dieses Nicht-Wissen, sich immer so kontrollieren müssen, weil man weiß, man könnte vielleicht nächste Woche irgendwie direkt wieder 10 Kilo zunehmen, nur weil man eben so weiter isst, wie man immer gegessen hat. Je nachdem, wie halt meine Verfassung gerade ist. Bei mir ist oft so, wenn was Beschissenes passiert, dann nehme ich zu. Das ist, wenn ich in so einen Trott verfalle, dann nehme ich zu. Und wenn es mir gut geht, dann nehme ich wieder ab. Das kann man halt nicht kontrollieren. Weil wenn von heute auf morgen irgendein Mist passiert, dann denke ich erstmal an diesen Mist und nicht daran, scheiße, wenn ich jetzt das esse, dann nehme ich bestimmt wieder zu. Also, es ist einfach kompliziert und bei mir war es wirklich immer so ein Auf und Ab. Und so richtig dünn war ich, wie gesagt, eigentlich noch nie, also, oder ich habe mich noch nie so richtig dünn gefühlt. Wenn ich mir heute zum Beispiel Bilder von jetzt ansehe, dann denke ich mir einfach nur, scheiße. Und wenn ich dann Bilder angucke von 2012 zum Beispiel, dann denke ich mir, wow, dass ich überhaupt so eine Figur mal hatte. Aber ich muss sagen, sogar damals habe ich mich dick gefühlt. Das ist so bescheuert eigentlich. Wenn ich mir die Fotos anschaue, denke ich mir einfach nur, oh mein Gott, man käme nie auf die Idee, dass ich da dick bin. Aber ich habe mich trotzdem nicht wohl gefühlt. Es war in meinem Leben, seit meinem 15. Lebensjahr, ist es immer so, es könnte weniger sein. Das ist so mein Hauptgedanke. Es könnte weniger sein. Bei mir war es dann auch immer so, also entweder ist es irgendwas Blödes passiert oder ich bin irgendein Trott verfallen, keine Ahnung. Ich hatte so, man hat doch oft so Wochen, wo man sich irgendwie nicht so gut fühlt, nicht so zufrieden ist. Dann habe ich immer zugenommen. Und
wenn es mir wieder gut ging, dann habe ich auch wieder abgenommen. Aber außer es ging mir richtig schlecht. Ihr kennt es, wenn zum Beispiel ein Ex-Freund Schluss macht oder so. Dann war ich auch so typisch, konnte den ganzen Tag nichts essen, habe mich teilweise nur von so einem halben Brot am Morgen den ganzen Tag ernährt, weil es einem schlecht geht, weil man scheiße drauf ist. Dann habe ich auch abgenommen. Das waren halt so diese Ausnahmezustände, wo man auch nichts mehr gegessen hat. Aber sonst, je nachdem, wie meine Verfassung war, war es nicht so gut und ich habe halt normal gegessen, habe ich zugenommen, ging es mir wieder besser, habe ich wieder abgenommen. Und das kann man halt nicht steuern, weil das ist einfach so das Leben. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Kann sein, dass ich mich heute beschwere und morgen wird es noch schlimmer. Ich habe dann mal im 2011 war das, das war eigentlich auch noch nicht nennenswert, weil das waren nur 5 Kilo damals. Aber ich hatte immer so meine 52 Kilo. Mit denen war ich auch immer vollkommen zufrieden und also so, dass ich mir dachte, okay, es passt. Und dann war es mal so, im Sommer 2011 habe ich zugenommen und so 5 Kilo. Also ich hatte dann knapp 60 Kilo mit einer Größe von 1,55. Und da fing das schon an, dass ich im Internet dann lesen musste, ja, du hast zugenommen, hast du zugenommen? Oder dann auch einfach so Kommentare, so, ja, vorher stand dir besser oder nimm doch mal ab und man merkt, ist irgendwas los, du hast zugenommen. Und das war so, ich dachte mir immer so, ja, Mist. Und das, obwohl es nur 5 Kilo waren, die man zwar halt ein bisschen gesehen hat, aber eigentlich ja wirklich nichts Schlimmes ist. Und damals, ich wäre jetzt zu dieser Zeit wäre ich froh, wenn ich dieses Gewicht von knapp 60 Kilo hätte, was damals ja schon für Furore gesorgt hat. Dann war es so, dann habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt im Herbst, also im Sommer habe ich den zugenommen, im Herbst habe ich den kennengelernt. Natürlich, wenn man am Anfang jemanden kennenlernt, es geht einem gut, es ist alles toll, es ist alles schön. Ich habe wieder abgenommen und schon hatte ich wieder meine 52 Kilo, so wie ich das immer hatte. Und ich hatte auch wieder keine Probleme. Die Leute haben mich auch nicht darauf angesprochen, ob ich abgenommen habe. Sie sprechen einen nur darauf an, wenn man zunimmt. Also so Ende 2012, also so ein Jahr danach, habe ich wieder so ein bisschen zugenommen. Wenn ich mir jetzt Bilder anschaue, wo ich in der Zeit versucht habe abzunehmen, denke ich mir immer noch, bist du eigentlich bescheuert? Wo hast du da irgendwas gesehen, was du abnehmen musst? Dann habe ich mich, oder er sich von mir, ich weiß es nicht so genau, letzten Endes habe ich ihn dann rausgeworfen, mich von meinem Ex-Freund getrennt. Und es war trotzdem eine scheiß Zeit, aber ich habe mein Abi bestanden, es war alles gut, es war irgendwo alles schön und ich habe diese Freiheit dann auch genossen. Und ich war wieder dünn, weil es mir einfach gut ging in dieser Zeit. Es ging mir gut, ich habe mich da gerade frisch getrennt, ich war frei, ich konnte machen, ich bin sehr oft weggegangen, ich war immer unterwegs. Ich habe mich gefreut, dass ich Abi bestanden habe, man feiert und da war es wirklich, das war ein schöner Sommer. Das war wirklich ein schöner Sommer 2013. Man glaubt es kaum. Ich hatte wieder meine 50 Kilo ungefähr so und dann kam der Herbst. Es war so, dass ich damals zu der Zeit, ich hatte Abi fertig und wusste nicht wirklich, was ich weitermachen soll, weil ich wusste nicht, was ich studieren soll und irgendwie habe ich dann versucht, mich mit meiner alten Ausbildung wieder als Kinderpflegerin zu bewerben. War schwierig, eine Stelle zu bekommen und dann kam wieder dieses Loch. Man sitzt wieder so da und weiß nicht weiter, was passiert mit deinem Leben, wie geht's mit dir weiter. Und dann war ich viel allein, weil irgendwie ging dann für alle anderen das Leben weiter, nur für mich blieb irgendwie alles stehen. Ich war viel allein, viel daheim. Natürlich im Sommer kann man mehr unternehmen als im Winter. Im Winter sitzt man dann eher zu Hause rum und dann saß ich da. Und irgendwie war dann alles so stehen geblieben. Und zu allem Übel kam dann dieser Tumblr-Blog online. Also ob quasi, es ist so, es war eine Achterbahnfahrt von hier oben bis ins tiefste Loch, was man sich vorstellen kann. Man hatte gerade die beste Zeit, eine der besten Zeiten seines Lebens hinter sich und dann kommt dieses Loch und man denkt sich erstmal, wow, in welchem Film bin ich jetzt? Natürlich, so wenn jemand so veranlagt ist wie ich, das Gewicht ging wieder nach oben, ganz klar. Ich war auch viel mehr zu Hause, muss ich sagen. Ich habe dann auch, ich sage jetzt mal, mehr gegessen, weil vorher mit dem ganzen Unterwegssein hatte ich gar keine Zeit aufzuessen. Ich habe so ganz normal einfach wieder gegessen und dann diese schlechte Erfahrung, das
hat eben auch dazu beigetragen, dass ich wieder zugenommen habe. Und wenn ich mir jetzt Bilder anschaue von August 2013 und dann Bilder von Oktober 2013, sind es locker 7 bis 8 Kilo, die ich in der Zeit zugenommen habe. Und dann letztendlich waren es 15 Kilo. Und die habe ich auch heute immer noch drauf. Seit 3 Jahren. Mhm. Und natürlich war das für mich erstmal, es war furchtbar. Erstens dieser Blog, der sowieso alle angestichelt hat, mir zu sagen, wie fett ich doch bin. Und dann auch die Tatsache, dass ich ja wirklich zugenommen habe. Vor allem haben die dann, das war so der perfekte Zeitpunkt einfach, um diesen Blog zu machen. Weil ich ja einen Monat vorher noch die Bilder hatte, wo ich total dünn war. Und dann kamen eben Bilder, wo ich nicht mehr so dünn war und dann hieß es, hier hat sie sich bearbeitet und da hat sie sich bearbeitet und hier sieht sie so aus. Natürlich, es war ein Teufelskreis. Ich konnte machen, was ich wollte und der Satz, den ich am meisten gehört habe, war einfach, warum bist du so fett geworden? Immer so, die Leute sitzen da und vergleichen deine Bilder, wo du vielleicht wirklich auf einem Bild 60 Kilo gewogen hast und auf dem anderen nur 50 Kilo, wollen dir dann aber sagen, hier bist du retuschiert und hier nicht. Als ob ich die ganze Zeit so mein Gewicht hatte. Es gibt wirklich Leute, die halten ihr Gewicht immer. Egal was sie machen, die halten immer ihr Gewicht. Bei mir ist es nicht so. Ich habe wirklich zugenommen, abgenommen. Und dann, wenn man natürlich auf kurze Zeit, weil man von da oben in dieses Loch reinrutscht, 15 Kilo zunimmt, ja, dann bist du natürlich das Opfer schlechthin. Dann bekommst du alle Aufmerksamkeit und jeder denkt sich, was ist denn mit ihr passiert? Man fällt in ein Loch. Es ist nicht nur so, dass es dann erst so schön war im Sommer und dann wird es auf einmal, es kommt eine blöde Zeit. Ich kam auch, muss ich sagen, bis heute nicht mehr aus diesem Loch raus. Und ich habe die letzten 3 Jahre so viel versucht. Ich habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, vorher nie gehungert. Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt weniger essen, weil ich ja auf meine Figur achten muss. Es war halt trotzdem immer ein Auf und Ab, aber meistens waren es halt immer so 5 bis 7 Kilo Auf und Ab. Das, was man zwar merkt, aber was jetzt nicht ganz so tragisch ist. Aber 15 Kilo, also das Doppelte davon und fast das Dreifache zuzunehmen, das merkt man schon. Und ich kann die Leute verstehen, wenn die merken, dass ich zugenommen habe. Aber es dann jemandem permanent unter die Nase reiben zu müssen, als ob ich nicht selber einen Spiegel zu Hause hätte, als ob ich nicht meine ganzen Klamotten neu kaufen hätte müssen, die tun so, als würde mir das selber nicht auffallen, als müssten sie mir das sagen, so, hey, kann es sein, dass du zugenommen hast? Ich wollte es dir nur kurz sagen, nur für den Fall, dass du es nicht gemerkt hast. So kommst du dir vor und du denkst dir einfach nur, und ich erzähle das jetzt alles so euphorisch, aber es ist echt beschissen. Dann irgendwann kam dann der Punkt, ich habe dann, klar, ich habe gemerkt, ich habe zugenommen, jeder sagt's dir, jeder merkt's. Ich wollte dann nicht mal mehr nach draußen gehen oder wenn irgendwo ein Fest war oder irgendeine Party oder irgendwas. Ich hatte Angst hinzugehen, weil ich mir dachte, wenn ich da jetzt alle Leute treffe, die mich von früher her kennen, die denken sich mit Sicherheit alle, was ist denn mit ihr passiert? Ich habe das ja auch in meinem letzten, also in dem Video über diesen Tumblr-Blog schon angesprochen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo war und ich habe da mal jemanden gesehen, einen Typen, der mir gefallen hätte, dann war mein erster Gedanke immer, aha, was will der mit dir? Was will der mit dir? Und das, ich glaube, es ist wirklich so, man strahlt das einfach aus. Das ist so meine Denkensweise einfach. So wenig Selbstvertrauen, so wenig sich selbst mögen, weil man den ganzen Tag ständig gesagt bekommt, Mädchen, warum bist du so fett geworden? Irgendwann sitzt es so tief in diesem Kopf drin, dass du es nicht mehr rausbekommst. Und klar, man könnte jetzt sagen, dann mach doch den Laptop zu, dann liest ihr doch das nicht durch. Aber das ist mein Hobby. Ich mag das. Ich mag Bilder machen, ich mag Videos machen. Das ist schon immer mein Hobby gewesen. Und da denke ich dann wiederum, warum soll ich mich von solchen Leuten vertreiben lassen? Aber es ist wirklich so, ich denke in meinem Kopf, das klingt so psycho, aber es ist für mich in meinem Kopf irgendwo ganz tief drin fest geankert. Durch alle Erfahrungen, die ich bisher mit meinen lieben Mitmenschen machen musste, dass ich so, wie ich jetzt bin, nicht gut genug bin
Und ich habe so das Gefühl, ich muss erst 10 Kilo abnehmen, um wieder jemandem zu gefallen, um wieder irgendwie so, aber um einfach glücklich zu sein. Das ist so meine Denkensweise. Und egal, wie ich mir vornehme, mir so nicht zu denken, es geht nicht. Und das ist, wenn man dann Leute kommen, ach, lieb dich doch so, wie du bist. Bist doch schön, so wie du bist. Und ich muss auch sagen, damals, als es dann eben so bergab ging, das klingt jetzt vielleicht auch richtig blöd, aber das klingt echt traurig. Aber es war dann so eine beschissene Zeit einfach. Es war dann dieser Tumblr-Blog, weshalb ich mich sowieso vor der ganzen Welt geschämt habe. Dann habe ich meine Facebook-Seite schließen müssen, weil ich nur noch beleidigt wurde. Und dann wurde mir quasi mein Hobby irgendwo genommen, in der Freizeit einfach Videos zu drehen oder Bilder zu machen. Das hat auf einmal nicht mehr wirklich Spaß gemacht zu der Zeit. Dann war Herbst, Winter, eine Zeit, wo man jetzt nicht jeden Tag rausgeht und irgendwas irgendwie erleben kann, keine Ahnung. Alle haben wieder ihre Jobs begonnen, alle haben wieder irgendwo neu angefangen. Ich bin sitzen geblieben, wo ich war. Und dann, was hatte ich dann noch? Ich bin dann oft einfach da gesessen abends vorm Fernseher und habe gegessen. Nicht gegessen im Sinne von, ich habe alles in mich reingeschaufelt, aber ich habe einfach gegessen, weil es wirklich für mich, so blöd es klingt, das Einzige war, worauf ich mich in der Zeit freuen konnte. Auf das Essen. Dann waren halt irgendwann schnell die 15 Kilo drauf und ich bin in so einen Trott verfallen und irgendwie bin ich da auch nicht mehr wirklich rausgekommen. Und egal wie sehr ich dann versucht habe, irgendwie abzunehmen, ich habe alles versucht, mich gesünder zu ernähren, mich ganz normal wieder weiter zu ernähren wie vorher, wenn ich wieder aufgegeben habe. Dann habe ich versucht, einfach gar nichts zu essen. Es gab wirklich mal eine Zeit dabei, da habe ich am Tag so ein halbes Vollkornbrot gegessen. Natürlich auch total bescheuert eigentlich, aber trotzdem hat sich mein Gewicht nicht verändert. Es war vielleicht so, dass die Hose ein bisschen besser gepasst hat als vorher, aber so kann man ja nicht weiterleben, indem man eine halbe Vollkornbrotscheibe am Tag isst. Und dann habe ich das auch wieder aufgegeben und so ist es jetzt eigentlich so seit 3 Jahren. Das ist mein Leben seit 3 Jahren. Ich meine, es könnte mir schlechter gehen, es ist schon klar, aber wenn man sich selber nicht mag. Ich bin jetzt auch 3 Jahre Single. Ich glaube nicht aus dem Grund, dass ich hässlich bin. Das glaube ich noch nicht mal. Das glaube ich nicht. Aber mein Gedankengang lässt es erst gar nicht zu, dass ich jemanden neuen kennenlerne. Müsst ihr wissen. Ich sehe dann so oft das Beziehungsdrama von anderen und denke mir dann wieder gut, dass ich Single bin und einfach nur eine Katze habe, die mir Gesellschaft leistet. Aber manchmal wünscht man sich doch irgendwie jemanden an seiner Seite, vor allem wenn man halt viel allein ist. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal mit 70 Katzen oder so sterben, allein. Ich zeige mich halt so auch überhaupt nicht mehr gerne irgendwo in der Öffentlichkeit. Für mich ist es ganz schlimm. Meine Arme, im Sommer so mit Top rausgehen geht gar nicht. Also ich hasse den Sommer mittlerweile, weil ich verkrieche mich dann lieber im Winter in einem großen Pulli, statt im Sommer mit Top rauszugehen. Das ist immer sehr schwierig, weil ich versuche dann immer noch. Wenn ich zum Beispiel eine kurze Hose anziehe, muss ich immer noch eine Strumpfhose drunter anziehen. Wenn ich im Top rausgehe, geht auch nicht. Dann bin ich immer auf der Suche nach Cardigans, die so ganz dünn sind. Am besten schwarze Cardigans, die zwar so ein bisschen durchsichtig sind, damit sie halt wirklich nicht warm sind. Aber irgendwas muss immer noch drüber. Und wenn es dann mal 35 Grad im Schatten hat, dann ist es wirklich heftig. Und aber das sind so Sachen, das bekomme ich nicht weg. Ich will jetzt gar niemandem sagen, dass wenn man so eine Figur hat, man schlecht ist oder so. Aber das ist halt so dieser ganz normale eigene Gedankengang, den man einfach hat. Vor allem, wenn man sich schon so viel Scheiße über seinen eigenen Körper anhören musste. Ich denke das nur über mich selber. Ich sehe nur mich selber so kritisch. Alle anderen, die gehen einfach an mir vorbei und ich denke mir gar nichts eigentlich dazu. Ich denke mir gar nichts. Aber nur über mich, ich denke nur so über mich. Oder was mir auch oft angeboten wird, was ich auch nicht machen kann. Ich könnte es natürlich, wenn ich nicht diese Gedanken hätte. Fotoshootings. Ich werde sehr oft darauf angesprochen oder auf Facebook, also nicht angesprochen, auf Facebook werde ich halt angeschrieben oder so, ob ich denn nicht Interesse an einem Fotoshooting hätte.
Mein Interesse ist riesengroß daran. Ich wäre so froh, wenn es mal Leute geben würde, die mich fotografieren, die schöne Bilder von mir machen, weil ich mag das ja, Fotos zu machen eigentlich. Und ich mochte das auch immer. Und es ist schon immer nervig, wenn man selber von sich Fotos machen muss. Und da wäre es schon cool, wenn man so ein Shooting hat, wo einfach jemand anderes hinter der Kamera steht. Aber letztendlich traue ich mich nie. Ich traue mich nie, weil ich habe dann Angst davor, wie diese Bilder aussehen. Oder besonders dann, wenn diese Fotos irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen, sprich der Fotograf will die Bilder dann auch bei sich posten. Ja, und dann sind die wieder im Umlauf. Und das will ich nicht. Das habe ich schon alles miterlebt. Und das traue ich mich einfach nicht mehr. Und wie am Anfang schon erwähnt, ich wollte jetzt keine große Predigt halten von wegen, das dürft ihr zu niemandem sagen, das dürft ihr zu niemandem sagen, sondern ich wollte einfach mal schlicht heraus sagen, wie man sich fühlt, wenn man sowas gesagt bekommt. Naja, ich glaube, dieses Video dauert jetzt schon wieder viel zu lange. Wer sich das bis hierhin angeschaut hat, vielen, vielen Dank, das freut mich wirklich. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht diese Gedanken, die ich euch jetzt geschildert habe, mir denke. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Ich bin froh, dass ich jetzt darüber gesprochen habe.